Habe die Ehre, hier ist der Martin mit einem neuen Video zu der Frage, wie kann ich anderen helfen? Du kennst ja sicherlich die Situation, dass du dem einen oder anderen, weil du ein hilfsbereiter Mensch bist, deine Hilfe anbietest, Ratschläge gibst, auch wenn du sie unbedingt nicht, ja, wenn dich derjenige oder diejenige nicht darauf angesprochen hat, ausdrücklich, aber du denkst, dass du dem anderen Gefallen tust und ja, gibst eine Hilfestellung, gibst Ratschläge, Tipps und so weiter. Meistens ist es jedoch so, dass der andere entweder zuhört und nichts umsetzt oder es geht bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Ja, oder du wirst einfach abgedrängt und ignoriert. Ja, denn dann mag es damit zusammenhängen, dass der andere vielleicht spürt, merkt, auch wenn er dich gefragt hat, dass du vielleicht nicht der Richtige bist oder die Richtige. Und ganz einfach, weil deine Energie, die Aura, die Art und Weise, wie du die Dinge erzählst, ja, sagst, dass sich die einfach nicht stimmig vielleicht mit dem anderen anfühlt. Das geht wieder darauf zurück, auf deine Ausrichtung und auf deine, ja, einfach auf deine Art und Weise, wie du das Ganze kommunizierst. Und ich sehe das Ganze so ein bisschen, wie man es öfters mal hört und was ich als super Beispiel sehe zum Thema Hilfestellung, wenn man im Flugzeug bei den Sicherheitserklärungen gesagt bekommt, dass man doch bei Sauerstoffmangel zuerst die Atemmaske sich selbst aufsetzen soll und dann seinem Nächsten, seinem Kind, seinem Partner und seinem Nachbar, Partnerin und somit dann entsprechend zwei Leben rettet, anstatt vielleicht nur eins, weil man den anderen rettet, aber man selbst ja, drauf geht wegen Atem oder wegen Sauerstoffmangel. Also kurzum, wie kann ich anderen helfen, indem ich mir selbst helfe. Und für mich ist es ganz wichtig, und da geht es immer wieder zum Gleichen, zur Basis zurück. Alles im Leben oder die Qualität meines Lebens hängt von der Qualität meiner Fragen ab. Hat mir so einer meiner Lieblingscoaches gesagt. Und daher stell dir doch die Frage, wenn du gerne hilfst und anderen Leuten einen, vielleicht eine, ja, eine, einen, einen Schritt weiter helfen willst und ihr Leben verbessern willst, dann geh auch auf deine Ebenen erstmal ein, in zeitlicher Sicht, angefangen bei deiner Gegenwart, dann zurück auf die Vergangenheit und dann die Zukunft. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn die alle drei zusammenpassen, dann würde ich sagen, ist es eine ausgeglichene, dann ist es eine Balance, wie man es auch immer hört, Körper, Geist und Seele sollen im Einklang sein, dann geht es einem gut und dann ist man gesund. Für mich ist es eben so bei der Arbeit mit sich selbst. In der Gegenwart, schau dich mal um. Fühlst du dich wohl, wo du bist? Fühlst du dich wohl, wer du bist? Stell dir doch die Frage mal, was du denkst über dich, was du über die anderen denkst, wie du über die anderen denkst. Kurzes Beispiel nur von mir. Ich habe mich in meiner Arbeit nicht mehr wohl gefühlt, habe mich aber überlegt, was macht es mit mir? Kann ich das so aushalten jeden Tag? Den Stress, den Druck, die langen Arbeitszeiten? Wie fühlt sich das körperlich an? Was denke ich über meine Arbeit? Hat sich bei mir nicht gut angefühlt, weil ich einfach nicht die Dinge so realisieren konnte, wie ich wollte und nicht die Freiheit hatte. Viel zu viel Aufgaben, viel zu weitläufige, nichts war strukturiert und ich hatte da keinen wirklichen Einfluss auf mich und auf meine Ergebnisse, beziehungsweise habe ich auch nicht den Sinn gesehen, was meine Arbeit zum Wohle der Gesellschaft beiträgt. Oder ein anderes Beispiel in meiner Beziehung. Ich habe einfach keine, ja, ich habe dann einfach, ich habe man nichts mehr gefühlt. Mein Herz war zu und leider für die andere Person habe ich dann auch nichts weitergeben können, weil ich auch keine Verbindung mehr hatte zu mir selbst. Also musste ich da irgendwas ändern an meiner Situation und ja, die beste oder die einzige Lösung, die ich damals gesehen habe, war einfach, dass ich mich trenne und was Neues beginne. Also hör in dich rein. Im Nachhinein geht es darum, dass du deinem Herz vertraust und erstmal eine Beziehung aufbaust, dann kannst du ihm vertrauen.
Also schau, dass du in der Gegenwart erstmal wieder eine Beziehung herstellst zu dir selbst, dass du mit dir selbst ins Reine kommst. Dann zweitens zur Vergangenheit. Ganz wichtig. Die Vergangenheit kann eine große Last sein, war auch für mich ein großer Ballast. Darum geht es erstens darum zu verstehen, was ist der Ballast, was zieht dich noch runter, was behindert dich. Bei mir war es zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Tante, die das nicht richtig war, das sich schlimm angefühlt hat für mich, obwohl sie in der Nachbarschaft wohnt. Also habe ich da den Frieden geschlossen, hab mir da meinen ganzen Mut und meine Kraft zusammengenommen und habe den ersten Schritt getan, dass ich die Dinge wieder in die richtige Bahn bringe. Aber es geht erstens darum, dass du verstehst, was ist da nicht in Ordnung, warum ist es nicht in Ordnung. Und dass du letztendlich dir selbst vergibst, verzeihst auch, dich selbst verstehst und auch die anderen verstehst und deren damalige Reaktionen, damalige Verhaltensweisen. Und dass du dann im zweiten Schritt dir vergibst für das, was du getan hast und auch anderen vergibst, was sie dir gegenüber getan haben. Und wenn du diesen Frieden dann schließt mit dir und den anderen, dann kannst du den nächsten Schritt gehen für mich. Und das ist dann der dritte Schritt und der letzte, der eben auch dein Leben oder dein zukünftiges Leben definiert, ist dann die Sache, was will ich in meiner Zukunft erleben? Wer will ich sein? Was will ich sein? Was will ich machen mit meiner Zukunft? Und da war es für mich eben ganz entscheidend, dass ich gesagt habe, okay, ich habe so viel über mich gelernt, über meinen Körper, über die Psyche des Menschen, über den Körper des Menschen, durch meine Ausbildungen, Coachings und so weiter, dass ich dieses Wissen auch weitergeben will. Und wenn ich es nicht mache, dann ist es eine Art von unterlassene Hilfeleistung, was auch, weiß ich noch nicht, ob das bestrafbar ist, aber ich sehe es als Verbrechen an, dass ich dieses Wissen und alles, was ich mir angeeignet habe in letzter Zeit und was ich gemerkt habe, dass ich einfach raus bin aus diesem alten Dasein und rein ins Neue, dass ich das Menschen weitergeben will. Und daher ist es eben wichtig, sich diese Fragen zu stellen und einen Einklang zu schaffen zwischen diesen drei zeitlichen Ebenen, finde ich, und gleichzeitig auch zu verstehen, für was bin ich überhaupt hier? Und dadurch ist dieser Einklang, dieser Ausgleich zwischen diesen drei Zeiten, nenne ich es mal, für mich ganz wichtig. Also, wenn du es geschafft hast, eben einen Sinn im Leben zu finden und zu entdecken, wer du in Zukunft sein willst, und ich sage es nochmal, ich glaube, ich habe es schon in anderen Videos gesagt, alles ist für mich möglich und du entscheidest, was du im Leben wirklich willst, und hängt immer nur von einer Entscheidung ab. Ich könnte mich jetzt sofort entscheiden, was weiß ich, woanders zu leben oder mich mit einer Frau zu treffen, und dann ist mein Leben vielleicht wieder ganz anders, als ich vielleicht gestern noch mir ausgedacht habe. Also geh in deine Träume, geh in deine Vorstellungen, was willst du wirklich vom Leben haben? Begeistere dich damit, und wenn du dich selbst begeistert hast und dein Leben akzeptierst, so wie es war und so wie es ist, dann merkt es auch deine Person neben dir, dein Kunde, wer auch immer, egal ob du Coach bist, egal ob du einfach nur ein Herzensmensch bist, der seine Liebe und seine Herzensenergie weitergeben will, indem er anderen hilft, sei stolz drauf, wer du bist, freu dich drauf, was du gemacht hast oder was du machen willst, wirst noch, und dann bist du an dem Punkt angelangt, wo du dann wirklich sagen kannst, hey, ich verstehe mich, also, und ich arbeite an mir ständig, weil diese Arbeit an sich selbst geht ja immer weiter, die hört nie auf, dann kannst du auch mit gutem Gewissen an die nächsten Menschen hingehen und sagen und ihnen dein Wissen mitteilen und deine Hilfestellung anbieten. Also, ich darf mich bedanken für deine Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, dass du zugeschaut hast. Ich bin der Martin, wie gesagt, ich bin Coach. Ich helfe erfolglosen und unzufriedenen Menschen, Mut zu gewinnen, die Kraft zu gewinnen, ein nachhaltig
erfolgreiches, zufriedenes und auch ja, unabhängiges Leben auch aus finanzieller Sicht zu sehen. Zum Thema Finanzen, da komme ich nochmal auf einen anderen Video. Jedenfalls, wenn du Interesse hast und die Neugierde auch hast und den Mut, dass ich dir noch mehr erklären kann und dass wir auch auf deine Situation angehen, was dich so beschäftigt und was dich noch daran hindert, dein Leben in Freude zu leben, egal was die Lebensumstände außerhalb so tun oder was die Lebensumstände sind momentan, dann ja, findest du unten in der Beschreibung einen Link zu meinem Calendly. Kannst du gerne einen Termin mit mir vereinbaren und dann freue ich mich auf dich und deine Geschichte. Bis dahin, mach's gut, ciao und servus.